1 zu 1. Gestern im Relegationshinspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16. Alter Verwalter, ey, Club, ne? Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber bei jeder Flanke, ey, ist mir das Herz in die Hosen gerutscht. Ey, leck mich doch am Arsch, ey. Wirklich, war so, Herrgott, Alter, der hat noch gar nicht so viel getaucht, ne? Zeit, dass wir den Arm mal wieder ein wenig trainieren lassen, dann den guten alten Ødegaard. Und wir werden noch jemanden trainieren lassen, und zwar den guten alten Mike. Was? Das hat einen, ja, jetzt nicht einen besonderen Grund, aber das hat einen Grund, das werde ich euch jetzt gleich, oh, das werde ich euch gleich mal erzählen. Ja, gestern 1 zu 1 gegen die Eintracht aus Frankfurt, nicht einmal aufs Tor geschossen, aber eins gemacht. Durch ein Eigentor von Marco Rus. Oh, Alici ist nach oben nach auf 69. Und ja, nochmal auch hier von meiner Seite und ich denke mal auch im Namen aller Clubfans. Alles Gute, Marco Rus, wirst ja im Rückspiel nicht mit dabei sein. Und ich hoffe, ja, dass es dir bald wieder gesundheitlich besser geht und du wieder für die Eintracht auflaufen kannst. So, das war jetzt dazu. Und dann möchte ich doch nochmal in Transfer. Denn ein Kollege von euch hat gesagt, ich soll mir den Kimmich holen. Jetzt ist halt das Problem, der Kimmich ist halt der Bayern-Sau, ne? Zentrales Mittelfeld, wo soll ich denn den reinhauen, ey? Was kann der noch? Wo kann der noch spielen, außer ZM? Wir lassen ihn mal beobachten. Hau ihn auf die Wunschliste und mach mal eine Anfrage zu Joshua Kimmich. Und ja. Und dann hat mir noch einer gesagt, ich soll folgende Ligen mal durchgehen. Das muss ich selber schauen. Ich hoffe, ich hab mir ein Bild vom. Ich habe es nicht aufgeschrieben, ich habe mir ein Bild auf dem Handy gemacht. Ich hoffe ich doch zumindest. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist das genau? Jetzt Obacht geben. So, wir brauchen die Schweizer Liga, Major League Soccer, kolumbianische und österreichische und zweite Bundesliga. So, wir gehen natürlich erstmal auf die Bundesliga, denn da wollte auch einer. Wir haben 4 Spiele, 4 Siege, 10 zu 1 Tore und 12 Punkte vor Hannover 96. Schalke, alle 4 Spiele verloren. Alter Verwalter, und die Bayern nur Sechster, Zehnter. Sogar nur Zehnter, Alter, sind die Scheiße. So, zweite Liga, oh, RB Leipzig. Ah, ist ja klar, ne, dass die wieder vorne ranmarschieren. Lautern Fünfter, die Westvorstadt Zehnter. Unten dann Sandhausen, Bielefeld, Heidenheim. Und ja, jetzt gucken wir doch nochmal England. Oh, England ist bestimmt vielleicht auch interessant. Aber nach 5 Spielen, ja, Arsenal, Alter. Junge, Junge, Junge. So, Frankreich, Italien. Hier kolumbische erste Liga, wollte der Kollege. Kannst du auf Stopp drücken? Und ja, kannst das anschauen. Dann hätten wir noch Mexiko, nee, nee, Niederlande, auch nicht Norwegen. Russland, Saudis, so nämlich, dann hätte ich das auch gemacht. Ich bin ja nicht der O-Türkei. Barca 2, Real, wo ist Real? Oh, nur 9. Okay, 2 Spiele erst. Ja, Major League Soccer hier natürlich auch noch. LA Galaxy, ich glaube, das ist auch die Nonplusultra-Mannschaft, oder? Alter, keine Niederlage in 28 Spielen, ne. Alter, Verwalter, so. Und die österreichische Liga, das sind nur 10 Mannschaften, das ist aber nicht, weil okay, Österreich ist auch nicht groß, ne? Da ist RB Salzburg, ey, die legen alle los. So, das war das, liebe Freunde, dass ich das auch nochmal euch gezeigt habe. Wir gehen nochmal in die Spiele. Das sieht nicht, was sieht nicht aus, so als würde ich gebraucht. Seit unserem letzten Gespräch scheint hier Wertschätzung stark gesunken zu sein. Sollten Sie der Meinung sein, dass ich nicht mehr beste Mann für diese Position bin, möchte ich hiermit darum bitten, um die Chance zu geben, meinen Klingen an anderen Stellen zu suchen. Nein, Junge, du bist gut. Du bist auch gestern eingewechselt worden.
Allerdings kurz vor Schluss. Und die letzte Partie. Danke, dass Sie mich haben spielen lassen. Okay. Gut, dann hätte ich doch gesagt, auf ins Getümmel dann heute im nächsten Ligaspiel. Und ich weiß gar nicht mal, gegen wen. Aktuell ist aus Deutschland, können wir mal weg machen. Joshua Kimmich. Ja, die wollen nicht wechseln lassen. Also, dann leckt er mich am Arsch. So, oh, gegen Hoffenheim. Ja, gestern, ich habe jedes Mal ein Herzkasper gekriegt, ey. Nationaltrainer-Offerte von Russland. Wirklich, boah, ich habe echt immer ein Herzkasper gekriegt. Wo da Flanke reinkommt, ist ein Strafraum. Oh Gott, naja. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und das ist heute für uns gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und dann am Montag natürlich wieder mit dem ersten FC Nürnberg. Und ich weiß nicht, ich werde die. Nein! Ich werde die Folge aktuell bringen. Also sprich, ich werde. Es kann sein, dass die Dienstagsfolge vielleicht ein paar Minuten später kommt. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe im Aufnehmen. Nämlich, das muss ja auch noch gerendert werden. Ist ja nicht so, dass ich immer YouTube, dass ich einfach aufnehme und dann hochlade für 20 Minuten. Nee, da ist ja. Das muss ich ja aufnehmen, das ist schon eine halbe Stunde. Da muss ich schneiden, ist schon mal. Ja, kommt auf die Länge vom Video an, aber kannst auch sagen, fast 1,5 Stunden, dann das Hochladen. Sind es dann auch nochmal locker 2 Stunden. Von daher weiß ich nicht, wie ich es am besten mache. Deswegen nicht euch Sorgen machen, wenn es am Dienstag nicht pünktlich kommt, die Folge. Und ja. Gestern haben sie erbracht, dass hier angeblich der Schäfer, ne, sich halt nicht so, ich sag mal, glücklich geäußert hat über den Russ. Ich meine, gut, da sage ich nichts, ne? Ich habe das nicht mitbekommen. Was da der Weiler und der Schäfer gesagt haben. Aber okay. Wie gesagt, alles Gute nochmal an den Marco Russ. Und hoffentlich, dass er wieder bald wieder gesund wird und dann für die Eintracht auch auflaufen kann. So. Nein, wieso treffe ich jetzt nicht? Nein, wieso treffe ich jetzt nicht? Wieso treffe ich jetzt nicht, Alter? Ja, wie viele Punkte, wie viele Punkte, wie viele Punkte? Zieh an, Junge! Ach, immer noch gut gemacht, ey. Ab wann schaffen wir es ein Profi, also? Ach Gott, oh Gott. Ich glaube, ab 50.000 oder so, oder? Nein, ich wollte es nicht machen. Okay, jetzt hat er weiter gegen die TSG Hoffenheim. Egal, Mund Hi abputzen. there, everybody. Martin Tyler with Oh, you. Alan oh, Smith oh, is oh, oh. also joining Der me labert. today. And it's a game which we're anticipating eagerly, I think. Ja, weil ich einmal zwischenzeitlich. Mit Liverpool mache ich ja privat eine Saison, eine kleine Saison. Und deswegen der Audiokommentar, obwohl ich sagen muss, dass ich natürlich in Buschi nehme und den Wolf-Christoph Fuß. So, jetzt kann ich nur wieder labern. So, wie gesagt, jetzt. Heute ist. Heute ist Freitag, ja. Kurz vor 7 in der Früh, Alter. Das siehst du mal, was ich für euch immer mache, ey. Alter Verwalter. So, Etzeler, auf geht's mit Ødegaard. Verliert erst einmal die Kugel. Hat ja auch ein Zuschauer gesagt, dass er es schade findet, dass ich einen Donnarumma habe. Und den Ødegaard, weil das halt doch. Ja, boah. Weil das halt doch, ja, wie hat er es genannt? Also Spieler mit viel Potenzial, die auch sehr, sehr viel andere Let's Player nehmen und dann es ein bisschen langweilig wird. Aber okay, ich habe gesagt, das soll halt dann immer die Augen zumachen, wenn die Jungs den Ball haben. So, ich hoffe natürlich, dass das Spiel. Eindeutig, das wollte ich auch nochmal sagen, eindeutig. Du könntest mal in die Kommentare schreiben, können wir mal ein bisschen diskutieren. Über das gestrige Spiel, eindeutig die Verlierer dieses Hinspiels war eindeutig die Nürnberger Fans.
Mich, da waren schon wieder, entschuldige, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber da waren schon wieder Deppen unterwegs, die eigentlich in der ersten Halbzeit, vornehmlich in der ersten Halbzeit, Bengalos abgefeuert haben. Da frage ich mich auch. Keine Frage, es sieht natürlich sehr imposant und cool aus, Bengalos, ne? Nur diese Dinger sind an die 1000 Grad heiß. Sind wahnsinnig gefährlich und du kannst es nicht kontrollieren, wenn du da so in Ekstase bist. Ja, ja, ja. Ach, wenn du da in Ekstase bist, dann kann immer wieder irgendwie was passieren, kannst runterfallen auf andere Fans. Und vor allem, du schadest dem ersten FC Nürnberg selber. Es gibt wieder eine saftige Geldstrafe für den Club. Gehe ich mal davon aus. Und die sind schon vorbestraft. Gut, die Eintracht. Die Eintracht hat Bengalos abgefeuert. Aber das war jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es der Club gemacht hat. Ui, entschuldige, 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 entschuldige. Foul für. Oh, da gibt es auch zu Recht die gelbe Karte für den ersten FC Nürnberg. Für Branimir Rogoda. Ja, und die Leidtragenden ist natürlich wieder der Club, der dafür wieder ordentlich in die Tasche blechen muss. Also ich glaube, es könnte sogar vielleicht sogar sechsstellig werden, weil der Club ja Wiederholungstäter ist. Da sagen sie immer, die geben alles für die Mannschaft, aber schaden so dem Verein. Finanziell natürlich. Das, ja. Es gehört sich einfach nicht, es ist gefährlich und daher sollten sich manche Clubfans vielleicht doch ein bisschen den Kopf anschalten. Was haltet ihr davon? Von den Szenen gestern da mit den Clubfans. Wie gesagt, ich persönlich finde es ja wirklich cool. Nur wenn es dann darum geht oder wenn es dann so hinausläuft, dass du dadurch dem Verein schadest, in welcher Position auch immer, dann finde ich, ist es nicht okay und man sollte es dann doch unterlassen. So, jetzt aber zurück zum Spiel. Wir sind Tabellenführer. Und so spielen wir momentan auch. Allerdings müssen wir aufpassen. Ui, 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 ui. Jetzt Vargas, Vargas, Vargas. Schön dazwischen, oder? Vargas, immer noch Vargas. Etzler hat dann. Oben läuft Boga. Nein! Schwegler, Obacht. Hat er aber bei der Frankfurter Eintracht gespielt? Rudi. Schwegler. Vargas. Schmid. Vorsicht, Obacht! Uah. Ja, kein Abseits, kein Abseits. Branimir Rogoda, das musst du machen, Junge. Yes! 1-0. Nürnberg führt gegen die TSG. Branimir Rogoda. Yes! Sauber. Hier kann er sich gut durchsetzen. Dann habe ich ehrlich gesagt überlegt, wie ich es am besten mache. Aber hoch ist eigentlich immer gut, oder? Flach, ne? Aber egal, Nürnberg führt mit 1-0. Branimir Rogoda im strömenden Regen. Und erst seit zweites Saison. Gut, ist jetzt erst der fünfte Spieltag, ne? Das kommt mir schon wieder so ewig lang vor. Die Saison, aber er trifft wieder. Und er wird noch den ein oder anderen Treffer sicherlich beisteuern in dieser Liga. Schön. Kommt drauf auf die Mure. Ui. Vorsicht. Obacht, Obacht. Gut dazwischen. Boah. Ich dachte schon. Junge, Junge, Junge. Ja, aber gestern fand ich auch gut. Wir haben ziemlich gut gestanden hinten.
Gut, der Ausgleich war ja doch ein bisschen glücklich, wie der da dann durchgekommen ist, der Ball. Aber okay, ich meine, das Eigentor war ziemlich, ziemlich glücklich. Nochmal Brani Mergotta. Mergotta, der macht es 2-0. 40. Minute, Brani Mergotta. Zwei Schüsse, zwei Tore. Da setzte sich auch wieder sehr, sehr gut durch. Und wieder ins gleiche Eck. Wahnsinn. Und so war es auch geplant, Brani Mergotta. Der Junge trifft und trifft und trifft. Jetzt ist vielleicht doch der Knoten geplatzt. Beim 23-jährigen Rugotta ist. Der hat, glaube ich, einen schwedischen Pass, ne? Aber ist. Ist, glaube ich, keine Ahnung, irgendein Elternteil ist, glaube ich, irgendwo aus der. Keine Ahnung, Ungarn oder sowas in der Art, irgendwie so Ostblockstaat. Ostblockstaat, ist das politisch korrekt, dass ich das sag? Jo, sehr schön. Boga. Boga. Und es gibt Eckball für den ersten FC Nürnberg. Ja, ich freue mich. Heute Abend kommt ja dann nochmal 2. Liga-Relegation. Ich weiß nicht, zieht ihr euch das auch rein? Beziehungsweise schaut ihr sowas auch? Also ich bin ja totaler Fußballfan, so, ne? Ich schaue eigentlich jeden Scheiß, wenn was kommt. Ich schaue jedes Spiel so an. Morgen dann auch DFB-Pokal, aber ich denke mal, das wird da nicht so spannend werden. Bayern gegen Dortmund. Boah, Halbzeit jetzt. Da hat der Club nochmal Glück gehabt. Ende dieser ersten Halbzeit und die weiteren Partien. Mainz, Gladbach 2-0. Bayer Leverkusen natürlich. Dann Mainz gegen Hannover spielt erst und Stuttgart Hertha. Da war ich jetzt zu schnell. Egal. Weiter geht's. Zweite Halbzeit. Zwei Tore schon von Brani Mergotta. Gut dazwischen. Yo. Obacht. Ödegaard. Jetzt muss der Kollege die Augen zumachen. Der ist, glaube ich, KSC-Fan. Laut Logo. Laut Avatar. KSC finde ich natürlich sehr, sehr gut. Ich kann mich noch erinnern, damals in den 90ern. Ich weiß nicht, wie der Kollege ist. Wie alt. Der Zuschauer. Aber damals 90er mit dem Ike Hässler. Dann im UEFA Cup. Früher hieß es ja noch UEFA Cup. Vorsicht, Vorsicht. Wow. Ui. Wow. Jetzt gibt er 11 Meter. Nein. 11 Meter für Hoffenheim. Und rot, wieso rot? Wieso rot für Marvin Friedrich? Junge. Das war aber keine rote Karte. Klar war es ein Foul. Kann man nicht anders geben, 11 Meter. Aber wieso rote Karte? Gut, er ist auch vielleicht von hinten rein. Ja, der Schiedsrichter hat aber einen guten Blick gehabt. Ne? 11 Meter und Platzverweis für Nürnberg. Ach, immer diese Doppelbestrafung. Naja, egal. Der Berg wird's machen. Gehe ich an Donnarumma mal schauen, wie gut er ist, der gute Mann. Ein Ding hat er ja nicht gut gehalten, ne? So, Donnarumma. Nur noch 1-2 für Nürnberg. Anschlusstreffer für die TSG 1899 Hoffenheim. Alter Verwalter. So, egal, wir müssen weiter nach vorne schauen. Schön. Burgi. Burgi! Nochmal Nachschuss. Ach, wieder Rugotta. Sein erster Schuss, wo daneben ging. Und dann möchte ich nochmal sagen, was sagen, solange jetzt hier noch die Auswechslung vonstatten geht. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt innerhalb von 3 Tagen auf meinem Kanal über 1000 Aufrufe dazu bekommen und 12 ganze Abonnenten. Das ist für mich der Wahnsinn. Weil ich halt doch, es wird mir auch oft gesagt, dass ich scheiße FIFA spiele. Aber natürlich schauen auch
die anderen Zuschauer und die anderen Abonnenten auch meine anderen Let's Plays an, nicht nur FIFA. Und ja, es ist schon für mich Wahnsinn, ne? Weil ich halt doch überhaupt kein Profi-Zocker bin, ne? Nein, siehst du auch hier wieder. Und ich bin auch voll schlecht, weil ich nur auf Profi da einigermaßen das auf die Reihe bekomme. Jetzt musst du wieder aufpassen. Vargas. Vargas, schöne Flanke. Kommt aber noch der Club hin. Oh. Doof geklärt. Nächste Chance, Tor. Boah. Kevin Volland. Alter Schwede. Ist der nominiert für die Nationalmannschaft? Für die Europameisterschaft? Ja, dann spielt er nächstes Mal der Even Hofland, dann passt es schon, ne? Dann passt es schon. Oh, gut dazwischen, Junge. Miso Brečko. Schön, kein Abseits, aber dann zu steil. Für den Branimir Goron, ich glaube, der wird auch recht müde sein. Ödegaard schon wieder völlig am Arsch. Dafür Mike Ott rein. Und in Sturm hauen wir. Komm, dann lassen wir mal in Diony heute ran. Dann gucken wir mal, was er bringt. Entschuldigung. So. Moin. So, Obacht. Boah, Hoffenheim setzt sich da gut durch. Etzele. Ja, man kann auch sagen, Nürnberg hat sich echt nur auf die Verteidigung gestern spezialisiert. Vorsicht, Vorsicht, ui. Was jetzt? Ja, jetzt pfeift er abseits. So, jetzt können wir wenigstens auch auswechseln. Behrens. Six, das könnten wir machen. Das könnten wir machen, Hanno Behrens. Für den Friedrich rein. Dass wir auf jeden Fall die Vierer Abwehrkette noch beibehalten. Schön. Ah, kommt nicht hin, zu steil dann doch. Und es geht Abstoß für die TSG. Oliver Baumann finde ich auch sehr, sehr guter Deuter eigentlich. Aber mit seinen jungen Jahren der beste Deuter wirklich bei FIFA 16. Jetzt müssen wir aufpassen. Vorsicht, Donnarumma hatten. Ist der Loris Karius. Schön, Mike Ott hat er jetzt. Mike Ott, Tor, 3-1, die Entscheidung. Der trifft halt immer, wenn er reinkommt. Mike Ott, mit dem komme ich einfach wirklich sehr stark klar. Mike Ott mit der Entscheidung, hier kann er sich wahnsinnig stark durchsetzen. Somit steht es 3-1 für Nürnberg. So, Obacht. Junussi. Ah. Was denn? Ja, wenn der jetzt seinen eigenen Mann anschießt. Okay, jetzt soll er nochmal freistoßen. Der 84. Spielminute für die TSG Hoffenheim. Polanski oder Volland? Das wird Volland machen. Boah, Donnarumma. Die kann aber, glaube ich, auch irgendwie ein wenig anders ablenken, oder? Egal, Eckball für die TSG. Kommt doch mal rein, die Kugel. Donnarumma hat ihn sicher.
Oh, geh wieder in dein Tor, Donnarumma. Vorsicht! Boah! So, Brečko. Schön. Schön, Boga. Ja! Boah! Na, da war der Boga, hat es sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Nein! Komm, dann wir auf. Obacht, Zube. Kim Ing-Su. Oh, setz dich durch, da wird jetzt gleich die Flanke kommen. Nein, der kommt flach. Der kommt nochmal flach. Uiuiui. Jetzt eine Fülle, von dem heute auch nichts zu sehen und 4 Minuten Nachspielzeit. Schön. Ja! Nein! Och, dieser Boga, Junge. Der verdettelt einmal die 1000% liegen, ne? So, Kopfball. Nix da. Vorsicht, ah, das habe ich mir gedacht, dass der da hinkommt zu Zuber, Zuber. Zuber, Donnarumma, aber... Ach, in der 4. Minute der Nachspielzeit. 3. Saison Gegentor für den 1. FC Nürnberg. Ach, schade, schade, schade. Okay, 3-1 hört sich natürlich immer besser an, ne? Halt so ein knappes 3-2, aber egal. Yes! 5. Sieg im 5. Spiel für den 1. FC Nürnberg. Ja! Auswärtssieg bei der TSG 1899 Hoffenheim und denke ich auch verdient, denn wir waren doch über die weite Strecken des Spiels spielbestimmt und ja. Deswegen auch verdient gewonnen. Ich bedanke mich, liebe Freunde, fürs Zuschauen. Sag bye bye und wir sehen uns dann wieder morgen bei FIFA 16. Macht's gut, euer Frankonias. Servus.